So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, die Saphir-Edition. Ja, und wir sind hier in... Oh Gott, wie heißt die Stadt? Ist das das Schild? Sag mir, wie die Stadt heißt. Griffinport, genau. Ja. Ja, und was haben wir denn hier getan? Ich schaue erstmal ins Inventar, ob wir das Paket schon abgeliefert haben. Anscheinend, okay. Aber wir haben noch keine... Nein. Okay, dann schaue ich erstmal kurz ins Team. Das Team ist ein bisschen angeschlagen. Aber gut, ich werde den Part auf jeden Fall erstmal mit Drassler kämpfen, weil da habe ich ein bisschen was vor. Aber ich gehe erstmal die Pokémon heilen. Schalalala. Lalalala. Und sie will nichts dafür haben. Danke, dein Pokémon ist sehr topfit. Wir sind wieder vorbei. Yeah. Was auch immer. So, wir holen uns nämlich... erstmal da was ab. Und zwar ist das ein... Ach nee, das ist der Namensbewerter. Mal, Moment, das ist falsch. Moment. Namensbewerter ist falsch. Ich wollte doch überhaupt ein ganz anderes Gebäude. Egal. So, hi. Weil hier gibt es nämlich... Das ist nämlich die Wettbewerbshalle. Aber da können wir leider noch nichts machen. Weil die gibt es in einer anderen Stadt. In einer anderen Stadt. In einer anderen... In einer anderen Stadt kann man da erst teilnehmen. Und das werde ich auch in diesen Projekten zeigen, weil wir haben nämlich ausgemacht, der Herr Titan und ich, dass ich die ganze Wettbewerbssachen zeige und der Herr Titan zeigt die Duelltürme, die in die späteren Editionen noch kommen. Und da freuen wir uns auch alle schon drauf, ne? Ich habe zwei, du kannst eine haben. Pokeriegelbox erhalten. Yeah. Harukapak, Pokeriegelbox in die Basis-Item-Tasche. Ja, da können wir nämlich Pokeriegel zermischen, aber das werde ich auch erst später zeigen. Weil, ne, und so. Und ich muss mal einen kurzen Schnitt machen, weil mein Gamepad spackt ein bisschen ab. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Jetzt funktioniert's wieder, weil ich hab vielleicht gemerkt, wenn ich gelaufen bin, dann hat das zwischendurch mal ausgesetzt. Da haben mich schon die ganze Zeit gefragt, was das los ist. Und da hat irgendwie mein Gamepad komische Sachen gemacht. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich glaube, der Herr Titan hat alles in dieser Stadt gemacht, hoffe ich. Hat er Raub auch mitgenommen? Anscheinend. Ja gut, dann gehen wir halt weiter, ne? Und gehen auf in die nächste Stadt. Denn hier können wir nichts mehr machen, glaub ich. Tralala. Ich mag die Musik hier, die ist toll. Und er hat schon die Trainer gemacht? Okay. Hat er schon alle Trainer gemacht? Nee. Bis irgendwohin ist er gekommen? Okay. Mein Bon ist einfach anbetungswürdig. Nur keine Scheu. Ich zeig's dir. Okay. Da da dam da dam da 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 dam. Pokéfan Miguel. Ein Ineko! Das haben wir auch, Kollege. Ja, Ineko ist super. Außer es schläfert mich ein, dann ist es nicht mehr so super. Drassler, wake up! Wake up, please! Duplexi! Hey, wow, das macht ganz schön Schaden. Alter! Das macht ja mehr Schaden als erwartet. Ach komm. Bis das Drassler jetzt hier aufwacht, ne? Ist ja, sind ja Stunden vorbei. So, Ineko, was? Jungglut, Doppelkick. Auf geht's. Pam. Ins Face. Pam. Nochmal ins Face. Yeah. Ineko, Ineko. Oh, aber sowas aber auch. Mein geliebtes Pokémon. Und er hat viel Geld gegeben. Was zum Teufel. Okay. Weiter geht's. Ach, meine Angstschnur hat sich verändert. Jetzt bin ich frustriert und wütend. So, und du darfst es ausbaden. Ja, immer ruhig bleiben. Mein Gott. Da, 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 da. Angler Aska in Kavador. Yay. Und Drassler schläft ja immer noch vom letzten Kampf. Das heißt, ich muss erstmal aufwachen. Platscher, Freunde. Hey. Yeah. Drassler ist aufgewacht. Hey. Konfusionierungsattacke. Pam. Schön. So, und ich hoffe, ich kriege in dem Part Drassler noch Level. Mindestens Level 19. Weil dann habe ich nämlich ein bisschen was vor. Oder was ganz Kleines. Bisschen was nicht. Giftstachel, ich bin doch eh vergiftet. Ich wusste's! Ah!
Das ist so schlimm, ey. Ja, Synchro würde jetzt quasi, also Drasslas Fähigkeit würde die Statusveränderung auf Tentacha übel auch geben, aber leider ist das ein Giftbunker und Giftbunker können nicht vergiftet werden. Klingt logisch, ist aber so. So ein Carbador, ne, da wechseln wir mal aus. Und zwar auf Eneko. Alter Herr Titan, der hat mir mal erzählt, Eneko könnte eine neue Attacke. Und ja, das kann es tatsächlich. Das kann den Zuschuss. Hey! Ja, Teleport. Und das setzen wir doch gleich noch ein paar Mal ein, weil Zuschuss wählt nicht eine zufällige Attacke aus dem Team. Ich finde das cool. Da, da. Ein Volltreffer und dann drei Schaden. Carbador, you the best. You're the best. Zuschuss! Ja, jetzt reicht's langsam. Jetzt einen Zuschuss mache ich noch. Ich will in dem Part auch noch ein bisschen was schaffen. Dam, dam, da, 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 dam, da, da, da. Zuschuss! Sag mal, wie oft kommt jetzt noch Heuler? Ist ja gut. Das arme Carbador. Zack. Bam. Pam. Oh, Eneko. Bring doch das Carbador um. Was? Das hat nicht gereicht. Och, Eneko. Alter. Ja, unsere Pokémon haben es so ein bisschen drauf. Was ist denn los in dem Part? Ey, das klappt ja gar nichts irgendwie. Los jetzt, Dankeschön. Meine Güte. Hey, das Ganze mit 63 Erfahrung. Hey, ach, verloren. Und bin ich noch wütender. Ja, ja, ist ja gut, Mann. Ja, 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 ja. Achso, wir sind ja vergiftet. Da war ja was. Ach nee, ich rauf. Was? Lauf hier schon zurück zum Pokémon Center. Drasla, don't die! Ja, da wurde Drasla besiegt. Hey, da war der Weg zu lang. Ist ja wunderschön. Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Werde ich bestimmt noch tun und so. So habe ich aber bisher in dem Part viel geschafft. Ey, die Hälfte von 15 Minuten ist rum und ich habe nichts geschafft. Doch einen Kampf. Ne, zwei. Zwei Kämpfe. Boah. Hat er den eigentlich schon gemacht? Nee, natürlich nicht. Nora und Jo. Plus Lern Minon. Cooles Team, auf jeden Fall. So, Konfusion. Ja, machen wir erstmal das Plusle tot. Zack. Oh, oh. Das könnte böse werden. Ja, aber wenn sie beide rechte Hand machen, ist das natürlich sehr gut. Weil das bringt eigentlich gar nichts. Pam. Wow. Das war stark. Drasla, you can do it. Oh. Drasla. Es wird Zeit wirklich, dass du Level 20 erreichst, Drasla. Das ist ja schlimm mit dir. Was seid ihr bescheuert? Warum macht ihr beide mit der doppelten rechte Hand? Das ist... Normal wird nämlich rechte Hand die Attacke vom Partner verdoppeln von der Stärke her. Aber die sind selten dämlich. Wenn sie beide rechte Hand machen. Tada! Hat der Zublexiv eigentlich nicht getroffen oder was ist passiert? Pam. Oh Mann, du kannst ruhig mal ein bisschen öfter treffen. Eneko. Mann. So, zack, zack. Oh, und schon wieder paralysiert, ey. Die Kämpfe sind so langwierig, ne? Ich weiß auch nicht. Es dauert alles. Zeit, dass unsere Pokémon mal ein paar gescheite Attacken bekommen. Ist ja nicht zum Aushalten hier. Hey, Eneko ist Level 20. Schwester, ja, verloren. Ja, das habt ihr. Eiskalt. So, haben wir zufällig einen Paraheiler? Oder sowas? Paraheiler? Doch, wir haben sogar Paraheiler. Habe ich die mal gekauft? Kann sogar sein. Ich weiß es nicht mehr. Und den Zerschneider müssten wir auch noch dabei haben, ne? Ja. Meins. Also, das vom Herrn Titan. Kann der Zerschneider. Dann können wir nämlich uns da oben die Bären auch noch holen.
ist das nicht toll. Megablock. Hey, unnötiges Item ist unnötig. Hallo Arena-Bär, die sind wiederum cool. Die, Jonago-Bären. Die füllen die AP auf. Also quasi wie ein Äther. Sind auch ab und zu mal praktisch. Und ist nicht zu unterschätzen. Okay. Haben wir die jetzt auch mitgenommen. Und weiter geht's im Kontext. So, da haben wir ein Angriffsplus. Und hier haben wir auch einen Trainer. Hi. Ich habe eben gerade eine coole Pokémon gefunden. Okay, wenn du das sagst. Ein Fifien. Das ist nicht so schön, weil ich da nichts mit meinem Drassler machen kann dagegen. Lark! Jauler. Mit erhöht er seinen Angriff. Es wird ihm aber nicht viel nützen, weil er Doppelkick down ist. Zack. Wow. Okay, das war stark. Die geben aber auch so wenig Erfahrung, ne? Die Gegner, das ist schlimm. So, ich möchte unbedingt meinen Drassler trainieren, weil... aus Gründen... Ich hoffe, das wird noch in dem Kampf Level Up. Das wäre fantastic. Das wäre echt fantastic. Los, Junglud! Und dann den Doppelkick, weil Vielfachschwäche und so. Kennt man ja. Ne? Haut rein. Okay. Jetzt dürfte aber Drassler bald ein Level Up bekommen. Denke ich einfach mal. Dann gebe ich ihr, glaube ich, ein Sonderbonbon, weil es das dauert ja ewig, ey. Bis die ein Level abbekommt. Will ich ja noch den ganzen Part dran sitzen. So, Konfusionierung. Ja, jaul du dich nur. Warum auch immer du den Angriff steigerst, weil das ist ein Elektro-Pokémon und Elektro-Pokémon greifen meistens speziell an. Hm. Ja, jetzt ist er eh down. Sehr gut hast du das gemacht. Das war super, Kollege. Palm down. Yes. Oh yeah. Und Level 19. Yay. Spieler besiegt Teenager. Nur cool zu sein verhilft aber nicht zum Sieg. Das stimmt. So, und jetzt setzen wir ein Sonderbonbon ein. Wir haben ja genug. So, Level 20. Jetzt haben wir 24 Spezialangriff. Und hey, Drassler entwickelt sich. Yay! Glückwunsch, ein Drassler wurde zu Kirlia! Einem wunderschönen Pokémon. Und damit dürfte es jetzt einen ordentlichen Werteschub bekommen haben, denke ich mal. Oh ja, einfach mal von 24 auf 32 Spezialangriff. Ja, das war schon Schub, ne? Das war gut. Gut. Jetzt hoffe ich doch, ich kann doch das machen, was da oben kommt, weil da oben wartet jemand auf uns. Und ich hoffe, das kriege ich in dem Part noch in ein Plusle! Ja, jetzt haben wir ein schönes Kirlia. Ja? Wunderschön ist das. Hi, na? Hey, Haruka, hier treibst du dich also herum. Wie geht's? Hast du deine Pokémon abgezogen? Ich werde das für dich überprüfen. Ja, da möchte nämlich unser Rivale kämpfen. Schalalala. Oh, und Trainer Brix. Und er setzt einen Knilz ein. Gut, dass ich hier einen Glunar vorne habe. Dann machen wir nämlich eine Glut. Bäm! Ja, es macht gut Schaden. Ah, nee, Stachelspore. Blark. Tackle. Glut. Ja, was macht mehr Schaden? Tackle oder Glut? Und Junglu ist Level 18. Schon 39 Spezialangriff. Wow. Und jetzt kommt schon Moarabel. Das wird jetzt interessant. Das wird die Awareness-Probe für unser neues Kirlia. Oh, Level 20. Ach du heilige Konfusion. Mal gespannt, wie viel Schaden das macht. Geduld, okay. Dab, 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 dab. Muss ich dann, glaube ich, gleich wechseln.
das Pokémon, weil sonst macht das üblen Schaden. Das macht jetzt schon Energie? Ich dachte eigentlich, ich hätte noch eine Runde. Aber gut, anscheinend nicht. Ja, das war mein Kirlia. Hey, du Ekelhafter. Los, Eneko, you can do it. Bring's um. Ach, Mensch. Ja, ich habe zurückgeschreckt wegen dem Kingstein und so. Hey, cool. Das war cool. Wow, 600 Erfahrung. Und ein Karmaub wird eingesetzt. Ach, lassen wir Eneko draußen kommen. So, ich schläfe es erstmal ein, glaube ich. Oder auch nicht. Dip, 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 Gesang. Jawohl. So muss das sein. Kamau ist eingeschlafen. Kamau schläft tief und fest. So, jetzt kommt der Duplexi. Bam. Bam. Ach, Eneko, du kannst ruhig mal ein bisschen... Warum schläfe ich denn überhaupt ein, wenn es eh gleich in der nächsten Runde aufwacht? Das ist doch... Los! Los! Bring's um! Eneko, wenn du jetzt stirbst, ne? Ich wechsle lieber mal aus, weil sonst killt mich der Herr Titan. Weil der hat noch ein bisschen was vor mit seinem Eneko. So, Doppelkick. Stirb jetzt, du elendes Kamaub! Stirb! Danke. Das war viel zu schwer. Eigentlich. Oder viel zu. Nicht so schwer. Wie soll ich es ausdrücken? Du bist sehr gut. Zu krampfhaft. Arga, du hast trainiert, ohne dass ich etwas davon mitbekommen habe. Aber genug. Ja, das ist für dich. Detektor halten. Das ist ein Detektor. Probier mal aus. Ist irgendwo ein Item versteckt. Gibt es... ich habe es nicht gelesen, weil ich zu schnell weggeklickt habe. Ja, aber ich suche jetzt weiter nach Pokémon. Ciao. Ja, Tschüssikowski. Oh, Mensch, jetzt ist mein Kirlia gestorben. Mann. Egal. So, wunderbar. Dann heilen wir eben mal schnell unsere Pokémon. So, was mache ich denn jetzt noch mit dem Restpart? Ich glaube, ich werde mal ein paar Sachen verkaufen. Weil unser Item... Inventar ist ein bisschen voll. Verkaufen. Und zwar den Angriff Plus, weg damit. Den Megablock, weg damit. Den Sternstaub, weg damit. Den X-Spezial, den braucht kein Mensch. Hey, nein, die Schütze, die brauchen wir. Die 5 Nuggets, einmal unser Geld verdoppelt. Protein, die könnten wir eigentlich behalten. Ja, das war's. Okay, dann bringe ich den Herr Titan noch in Position für den nächsten Part und dann muss ich schon wieder beenden. Das Rätselhaus hier oben, das ignoriere ich einfach mal gekonnt, weil da müssen wir später eh noch ein paar Mal rein und das können wir jetzt noch nicht alles machen und na, ihr versteht, was ich meine. Hallo Schluppuck. Na, wie geht's? Youngblood! Yay! Okay, ich möchte eigentlich ja Titan in einem Kampf rauslassen. Warte mal, das sieht doch so verdächtig aus. Genau, ich wusste es doch. Das war jetzt zu verdächtig. So. Zeigst du mir deine Pokémon? Nur ganz kurz, ja? Oh ja, ob Herr Titan dem Typ unsere Pokémon zeigt, das erfahrt ihr im nächsten Part von Let's Play Pokémon, die Saphir-Edition. Mich gibt's da wieder im übernächsten Part und den nächsten Part gibt's bei Herrn Titanium 70. Und ich würde sagen, also, bis dann. Ciao, Leute!